dieses Tor Zeit und Raum gekrümmt. Ja, genau. Und weil du gegen die Physik verstößt, kriegt Bubbles einen Freistoß. Ja, Freistoß! Los, Bubbles! Oh. Tor! Yay! Was? Ich bin es, Erika die Rote. Die hervorragendste und brutalste Kriegerin aller Zeiten. Siegerin auf den alten Schlachtfeldern von Galhalla. Und dreifacher Bowling-Champion mit perfekter Punktzahl. Erika, was machst du denn hier? Winzige Kriegerinnen, ich bin gekommen, um euch zu warnen. Nach einem langen Kampftag genoss ich ein absolut köstliches Abendessen mit unserer obersten Prophetin, Trisha der Grauen, als sie von einer schrecklichen Zukunftsvision heimgesucht wurde. Etwas Großes Böses wird in Townsville zum Leben erweckt werden. Und deshalb bin ich jetzt in Townsville und vernichte das große Böse. Und ich bitte die größte winzige Kriegerin in dieser extremen Schlacht an meiner Seite zu kämpfen. Na, da bist du an der richtigen... Oh, nicht du. Die winzige Kriegerin Bubbles. Los, Bubbles! Oh. Nichts passiert. Was? Ich bin eine doppelt so legendäre Kriegerin wie sie. Erika, wenn Townsville eine Gefahr droht, dann sind die Powerpuff Girls bereit, an deiner Seite zu kämpfen. Und zwar alle. Meinetwegen. Aber das geht nicht ohne den Eid der Super-Extrem-Kriegerin. Klingt cool. Und jetzt hebt eure Swarless-Box. Sprecht mir nach, auf die rechtschaffenste Weise. Ich gelobe, an der Seite meiner coolsten Mitkriegerinnen zu kämpfen, bis das große Böse vernichtet wurde oder ich selbst in winzige Teile zerhackt, an einen Drachen verfüttert wurde. Es ist vollbracht. Wir werden doch nicht wirklich von dem Drachen gefressen, oder? Winzige Zöpfchenkriegerin, du bringst mich zum Lachen. Wenn du ängstlich tust, obwohl du hier eindeutig die mutigste Kämpferin bist. Und jetzt beginnen wir aber endlich mit der Jagd auf das große Böse. Wow, hübsches Auto. Danke, ich habe meine ganzen Ersparnisse ins Tuning gesteckt. Großes Böses, ich werde dich vernichten. Deine ganzen Ersparnisse, ha? Ach, ja. Das große Böse war ein Auto? Möglich. Oder vielleicht ist das das große Böse. Ha! Koste meine Klinge! Erika, das ist doch nur ein Eis. Das war wirklich nur Eis. Dieses Mal. Tja, vielleicht können wir ja helfen. Wie sieht das große Böse denn aus? Eine echte Kriegerin würde niemals Fragen stellen. Stimmt's, Erika? Nein, schwache Zipfelhaarige. Die Zöpfchenkriegerin hat recht. Oh. Eine wahre Kriegerin stellt immer super extreme Fragen wie: Wen vernichte ich als nächstes und in welchen Teil meines Gegners soll ich am besten reinstechen? Du hast keine Ahnung, wie das große Böse aussieht, oder? Aber ich weiß es, wenn ich es sehe. Da, das große Böse. Nimm das großes Böses. Und das, und das, und das, und das. Mädels, wir haben ein Problem. Erika, die Rote ist verrückt. Das kannst du laut sagen. Sie hält Bubbles für die stärkste Kämpferin. Nein, ich meine, Erika ist verrückt und wir müssen sie aufhalten, bevor sie alles kurz und klein schlägt. Aha. Das große Böse. Ich kann es riechen. Es ist da drin. Ah!